Herzlich willkommen zurück hier zu Kentucky Road, Route Zero. Und wir sitzen hier in der Mine, keine Ahnung, wie uns das wieder zugestoßen ist. Haben ein verletztes Bein und können hier das Licht ausmachen, wieder anmachen und ich glaube so irgendwie. Genau. Können wir fahren? Oh Mann, und mir haut's hier aber wieder die Ohren raus. Kann ich hier mal eben noch die Audio-Settings. Genau, danke. Besser. Achso, nee, so, wir wollen noch vorne fahren, würde ich sagen. Geht ja ganz schön fix hier. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich großartig dazu kommentieren soll. Denn das Ganze ist ja doch mehr als undurchsichtig. In welche Lage wir da geraten, mit welchen Leuten wir hier zu tun haben. Und was die Handlung eigentlich sein soll. Ja, aber alles in allem. Nö, hier tut sich auch nichts, wenn man das Licht ausmacht. Okay, dann fahren wir einfach weiter und sehen zu, was passiert. Ich dachte, irgendwann könnte es hier ganz lustig sein oder irgendwas Besonderes zu sehen geben. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Ach so, wir können so schneller fahren. Oder war das jetzt nur, weil es bergab ging? Egal. Was ist das hier? Turntable? Oh, nee, 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 nee. Wir wollen nach vorne, bitte. Ah, Shannon. Oh, here we are. This may be hard to believe. It's hard for me to believe myself, but this whole branch was underwater last I heard. How did that happen? Some careless miner or some unattended machine bored through into an underground lake. The water came in pretty fast and a lot of folks got trapped in the tunnels. I only heard parts of how it went from there. Sanitized for the bereaved, you know how these big companies are. But there was gossip too. The trapped miners couldn't get the pumps going because the power was rationed, so they shut all the lights off. But even then, it wasn't enough. So I guess it was dark when they... Are you okay? Yeah, I'm fine. It doesn't matter now. Look, this old turntable is still wired up. The controls are dead, but I can use my signal generator to switch tracks. If the water hasn't damaged it too much. Or we can just keep heading down this tunnel. All this junk hanging up around the turntable is from the company store. Just junk, you know. The miners would buy it and use it to decorate the place. Or as landmarks, I guess. Hard to know which way is which down here. It's also dim and grey. Shannon connects two clips leads from his signal generator to the turntable's electric panel. We're on the track between the animal's bones and the rowboat, so... The Batfeeder and the Scarecrow, the Pendulum and the Casket. Na dann tune mal, Shannon. Ah, I see. Das dreht sich und wir können jetzt weiterfahren. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir hin müssen. Was ist das? Ist das Ding vorher auch schon geschwungen? Das hier meine ich. Egal, wir fahren weiter. Mal sehen, was der Sinn dieser seltsamen Reise ist. Noch sehe ich keinen darin. Und es geht tiefer runter in den Stollen. Nice. Wo die uns wohl hinführt. Was ist das? Oh. A dusty reel-to-reel tape player stashed beneath the track, loaded with tape but starved for power. Ein tape player? Okay, das klingt ziemlich eklig.
Oh, I didn't notice we're still down here. What was that? Look, there's a tape player down there, one of those old reel-to-reel setups. Ja, ich weiß, habe ich gerade gesehen. When this mine was active, a couple of folk music activists spent time here recording miners' songs. Really academic, ivory tower types. None of the miners really talked to them much. So they stayed at the margins, observed, took notes, and then sometimes they'd get some on a lunch break to sing in their microphone. Then I guess the power company got some kind of interest in the project and gave the archivists some coal script tokens to pay the miners with for their songs. Did your parents sing? Oh, yeah, they sang. They sang in the mine for coal script tokens. Naja, klingt jetzt nicht so nach dem, was ich. Wenn wir da weiterfahren, fallen wir da nicht runter. Okay. Also all the way back. Ich meine, ja, war ja ganz nette Reise für das bisschen, was wir hier erfahren haben. Ich frage mich eben nur, warum erfahren wir denn das bitte? Kann mir das irgendjemand sagen? Ah, wir können fahren und das Licht aushaben. Auch nicht schlecht. Passiert dann irgendwas Aufregendes? Nö, oder? Halt, Turntable. Na, come on. So, das heißt, wir nehmen. Ach, hier gibt's noch mehr. Oh mein Gott. The Batfeeder und the Scarecrow. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber wir machen mal. Ist ja ganz spannend hier unten. Auch wenn man nicht weiß, wo es denn so lang geht und was der ganze Sinn des Spiels ist, aber ich bin mir sicher, da wird sich noch irgendwie eine Story. Ich meine, eine Story entwickelt sich ja sowieso. Eine ziemlich mysteriöse allerdings. Ist das jetzt wieder unsere Ausgangslage eigentlich? Wir fahren einfach weiter. Ich mach mal wieder das Licht aus. Dann ist es hier hübscher. Ihr seht weniger. Ist doch super. Broken track. The tracks are all messed up here. This tram isn't going any further. I wonder what's down the tunnel. Ja, ich aber nicht. Und wenn es da nicht weitergeht, dann fahren wir wieder zurück und nehmen den letzten Weg, der möglich ist. Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Und da sind wir wieder back on track beim Turntable. Yep. So, die Frage ist nur, welcher bleibt es noch über? The Animal Bones and the Robot. Und wieder einmal haut es mir die Gehörgänge raus, wenn sich dieses Teil hier dreht. Ich brauche irgendwann mal schnurlose Kopfhörer mit einer ordentlichen Lautstärke-Steuerung und ein Standmikro. Dann wäre das alles ein bisschen leichter. So, hier machen wir ihn wieder aus. Ja, hübsch. Oh, WTF. Seht ihr das hinter uns? Nee, da ist niemand. Aber wenn ich das ausmache. Ach, du Schande. Habt ihr die auch gesehen, ja? Oh Gott. Nee, nee, ich mach's nicht wieder an. Ich bin Schisser. Alter Schwede, Geister oder was? Brr. Ich habe Gänsehaut jetzt gerade ganz kurz bekommen. Ah, und hier ist der Exit. Dann mal eben schnell, bevor die Geister hier kommen. Ja, let's go. Wir waren schon genug hier, würde ich sagen. Okay, I just the tunnel, where the tracks were broken. I'd like to take a look down there.
Do whatever you need, I'll just wait for you here. If you wait for me here, I'll just go to take another look around. Okay. Es bleibt sich egal, wer es spricht, sie sagen ihm beide dasselbe. Do whatever you need, I'll just wait for you here. Und da geht Shannon schon los. Und wir warten hier. Ach so, das heißt, ansonsten wären wir mit Shannon unterwegs gewesen. A paper tag hangs from the birdcage by string. Canary 25 tokens. Canary sold at a company store. Did you also sell respirators? No bones in the cage. The bird must have been set free, or maybe the cage was cleaned. There are cardinals at the Louisville Zoo and other birds. Ostriches, eagles, emus. No canaries. Too common? Too small? Maybe, but they have starlings. Starlings aren't much bigger than canaries. Und wir warten jetzt echt auf Shen. Okay, schaut so aus. Und jedes Mal, wenn ich Licht aus und wieder anmache, bekomme ich hier was Neues zu sehen. Ach so, nee, er schaut sich da um. Notebooks. The notebook at the top of this dusty stack is labeled in black marker. The label is dusty and smudged, but it looks like it might say horses. Houses, maybe, or verses, even. Crude and hurried handwriting, too. Lisette has immaculate handwriting. Pristine and measured cursive, never stray marker. For the last several months, she filled out the receipts for each other. Since the young couple complained about the handwriting to order slip, it's carbon paper. Anyway, it's bound to wear away over time. If they're so precise about the records, they should put it on the computer anyway. Also da ging es rund um die Song auf, die Leute, die Songs aufgenommen haben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, kann ich jetzt raus? Das heißt, wir lassen Shannon alleine. Looks like. Okay. Sind wir. Sah das vorher nicht anders aus? Sind das wir? Hoffentlich mal. Ich will es nur anschauen. Ich will nicht wieder rein. Und Blue kommt zu uns. The cramped shack is lined with wooden shelves. Dusty stacks of tape reels and notebooks crowd the room, but a bit of moonlight filters through a window near the ceiling. On a small desk in the middle of the room lay three notebooks. The red one is labeled J. Marquez, the green one is labeled R. Marquez, and the blue one is unlabeled. Nehmen wir mal das unlabeled. Okay, griechische und mathematische Formeln. In the back of the book, but first looks like it might be an esoteric German shorthand, is actually a love poem. The green notebook. On each page is a delicately rendered charcoal drawing. Most a portrait of rugged faces. Near the middle of the book there are a few drawings of a young girl in a miner's helmet. She plays along the minecart tracks, collecting pieces of wire. In one drawing another young girl sits nearby, intensely studying a book. Conway opens the red notebook. The pages are covered in disorganized notes, some written horizontally and others scribbled vertically into margins. A few pages are lined more evenly and divided up into... Shannon! Oh yeah, this place! These notebooks are labeled Marquez. Your parents are the archivists? No, Viva's parents are the archivists. My parents were miners. How's the leg? I can walk on it, but it's slow. Well, I'll try not to get too far ahead of you. You don't mind me hitching a ride, do you? I kinda got a lift out here and I wasn't sure if, when I'd be... If? Okay. When I'd be heading back. I can drive. I can handle it. Okay, your decision. I still find... I need to find the zero. Well, it's like I told you. Viva doesn't lie. If she sent you here to find your on-ramp, this is where you should be looking. Or maybe you just weren't listening closely enough, and that's not exactly what she said. I saw Viva at my workshop. That's up north by Lake Nolin, right at Vax and Peonia, in the back of a bait shop. Pretty glamorous, right? They're the times we're living in. She's either up there or back at the farmhouse. Whichever you want to head you first, just let me know. Okay, das heißt, wir haben ein neues Ziel, more or less.
Und können jetzt zum Wagen gehen. Und dann mal wieder in die Irre fahren. Blue, was kann ich denn jetzt zu dir sagen? Blue, this is Shannon. Nice to meet you, Blue. I've got some dry banana slice in my bag. Would you like one? Do you help with the driving? Ich bin für die Bananas. Take care of your friend here, and there's more where that came from. Okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir machen an dieser Stelle einen Break, bevor wir hier fahren. Das war mal wieder ziemlich strange und ich bin echt gespannt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Kentucky Route Zero. Bis bald, euer Chris.